Hallo und herzlich willkommen zurück zu EU. Ja, zwei Dinge wollte ich euch kurz zeigen, bevor es weitergeht. Und zwar, ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal schon gewesen ist, ehrlich gesagt, aber ich meine nicht. Seht ihr die niedlichen kleinen EU-Köpfe da unten über dem Setting? Ja, die finde ich, wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, weil ich die irgendwie sehr cool finde. Ich weiß auch nicht warum. Und es auf jeden Fall auch gut finde, dass man die Settings auch nochmal hervorruft, weil dann weiß man, dass man die nochmal extra anwählen kann. Ja, und das nächste, das kann ich euch zeigen, indem ich mich jetzt hier bewege. Das heißt, zeigen eigentlich nicht, weil ihr könnt mich ja nicht sehen. Es gab ein großes Update. Und zwar das hier, was ich gerade mache, diese Bewegung, die mache ich gerade alle mit dem Controller. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall mit dem Controller spielen. Also spielen sowieso schon. Aber ihr könnt jetzt auch das Menü mit dem Controller bedienen. Ich habe es heute Morgen mal kurz ausprobiert auf dem Steam Deck. Da hat es soweit auch wunderbar funktioniert. Ja, also wer ein Steam Deck von euch hat oder wer halt eben gerne mit Controller spielt und vielleicht auch ein bisschen genervt davon war, dass man erst die Maus benutzen musste und dann den Controller erst benutzen konnte, der kann das wunderbar tun. Also ich habe es hier mit dem linken Stick gerade ausgewählt. Ich habe es gerade mit, also jetzt gerade mit den Pfeiltasten ausgewählt. Das funktioniert jetzt alles wunderbar. Ja, alles neu in Level 1 bis 6. Das war ja das Thema unserer letzten Folge. Und das Thema unserer heutigen Folge wird sein, alles neu ab Level 7. Und ich weiß ja nicht, wie weit wir dann kommen. Deswegen sage ich jetzt noch keinen Endbereich. Ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ich will hier durch. Ich darf sogar hier durch. Sehr schön. Ich bin zwar immer noch ein bisschen irritiert davon, wenn irgendwo Trainingsraum steht. Weil ich dann immer denke, okay, ich bin hier falsch. Weil ich bin ja schon mega trainiert. So, da müssen wir aufpassen, das geht runter. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher mit dem hier. Da stand gerade ein Fall nach oben, ne? Oh, das war die Falle. Oder? Oh ja. Nee, das war keine... Doch, das war die Falle. Wir müssen nach oben. Wir können aber gar nicht nach oben. Wir können das Ding aber verschieben. Ach, ich bin heute wirklich, wirklich, wirklich doof. Einfach auf das Ding raufschieben und dann kriegen wir das hin. Ja, das kriegen wir hin. Habt ihr sonst noch irgendwelche Probleme da hinten? Das war keine Falle übrigens. Das wollte ich eben gesagt haben, sondern das waren diese Bombendinger. Nein. Ich habe vergessen, mit welcher Taste ich zusteche. Und mit links block ich. Okay, ich habe es wieder drin. Ich hoffe, dass da unten jetzt nichts Böses war. Nee, okay. So. Du erstmal weg. Ja, ich muss zugeben, ich konnte jetzt ein paar Tage auch nichts mehr machen. Was heißt konnte? Also ich habe mich ausnahmsweise mal freiwillig ein wenig ausgeruht. Zum einen habe ich noch ein anderes Let's Play erst gemacht und danach habe ich mich dann ein wenig ausgeruht. Oh, ich wusste, da kommt einer. Ich wusste es! Weg mit dir! Ein wenig ausgeruht, weil ich wieder am Kränkeln bin. Beziehungsweise... Oh, schaffen wir das? Ja. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ging es mir halt... huste tief. Ging es mir halt noch schlechter. Und da habe ich mir gedacht, ich nutze das einfach mal aus, dass ich ein paar Tage wirklich frei nehme. Jetzt bin ich gerade... Ach so, am rechts muss ich hin, genau, das war's. Schaffen wir das so? Ja, okay. Man sollte nicht gleichzeitig reden und... Oh, Hilfe! Oh! Man sollte auch nicht gleichzeitig nach oben gucken und unten was machen. So. Nein! Nein! Hau ab! Ich hab vergessen, dass ich den nicht auf den Kopf springen kann. Oh, Leute. Ernsthaft? Wow. Geht weg. Haut ab. Oh, scheiße. Ja. Man sollte nicht gleichzeitig reden und spielen. Ich merke das immer in dem Moment. Fähnchen. Ich hoffe, ich drücke jetzt aufs Richtige hier. Wenn ich meinen Mauszeiger nicht sehe, dann drücke ich gerne mal auf was Falsches. Oh, jetzt läuft er hier unten rum. Das ist aber nicht nett. Achso, die müssen wir jetzt auch noch wieder neu holen. Stimmt, ja. Das heißt, ich muss
dich auch neu holen. Ich würde aber sagen, das links holen wir dann auch noch mal eben. So. Der eine kommt ja jetzt nicht nach hier. So. Und jetzt hoffentlich mit weniger Hektik. Was ich eben eigentlich gesagt haben wollte, man sollte auch nicht gleichzeitig spielen und dann denken, oh, das ist mir vorher noch nicht aufgefallen, ist das neu? Oh. Aua. Nein, geh weg da. Ich will das Ding erstmal nehmen. So. Ich glaube, hier war das nur. Genau, da konnten wir nur was holen. Also nur ist gut, ne? Nee, wir müssen aber auch die Dinger hier drücken. Okay, ich weiß zwar nicht mehr genau, wofür das war, aber ich weiß, dass das gut beziehungsweise wichtig war. Ich habe nämlich jetzt oben gesehen, das wollte ich die ganze Zeit schon sagen, dass, da ist er, dass da so ein Countdown läuft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das vorher nicht gewesen ist. Oder ich habe es einfach nur immer irgendwie übersehen. Was ist das für ein blöder Rhythmus? Hallo? So geht das nicht. Daran kann ich mich ja gar nicht gewöhnen hier. Nee, ich will erstmal Batterie, genau. Dann muss ich den hier noch machen. So. Dann hört sich das so an, als ob wir hier, weiß ich nicht, ein Zauberbuch öffnen oder so. Ach so, ich glaube, für jedes, was ich hier drücke, kommt hier eins runter. Kann das sein? Hier kann man nicht drauf stehen, ne? Nee, kann man nicht. So. Oh ja, wahrscheinlich mehr als eins, so wie das aussieht. Okay, die nehmen wir noch mit. Müssen wir da unten irgendwas machen? Ich guck mal eben. Da geht's weiter. Nee, ich glaube, wir müssen tatsächlich oben rüber. Ich habe es zwar im Stream mal gemacht, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe das jetzt alles nicht mehr so im Kopf. Und vor allen Dingen, das sind ja so viele Level. Und auch sehr viele Level, die halt eben alle neu gemacht worden sind. Hier in dem Teil. Oh, nein, anders. Nein, geh weg da. Okay, jetzt sind wir ganz unten. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Aber wir haben wenigstens alles eingesammelt. Das sind mir einfach zu viele Level, als dass ich mir das merken konnte. Das wollte ich da gerade eigentlich mitgesagt haben. So. Genau. Ha! Ja! Wo ist er? Wo ist er? Ja, ich kann gerade nicht zuhören. Ich muss erstmal hier drauf drücken. Aber ich meine, ich müsste mir den Stream nochmal angucken. Ich meine tatsächlich, dass oben das mit diesen drei Sternen nicht drin gewesen ist. Also, dass das. Oh nein, ich bin sogar langsamer gewesen. Ja, gut, ich habe ja auch nochmal neu gestartet. Habe ich jetzt hier. Ja, doch, ich habe das Richtige ausgewählt. Ich klicke lieber dreimal hin und her, um dann wirklich das Richtige auszuwählen. Vielleicht könnte man das auch mit einer Umrandung machen. Das muss ich mir mal aufschreiben. Das wäre vielleicht ein guter Tipp. Weil so eine Umrandung, ja, würde ja das Ganze besser anzeigen, was man jetzt gerade ausgewählt hat. Das wird zwar vergrößert, aber dann gibt es ja so Leute wie mich, die dann so doof sind und es trotzdem noch nicht sehen. Deswegen ist er jetzt. Nee, der ist nicht eins weitergesprungen. Das war nur das Bild. Okay. Ja, dann machen wir mit Level 8 weiter. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich wen synchronisiert habe. Hallo Ejo, wie geht es dir? Macht dir mein Spiel Spaß? Oh, es ist der Gott des Spiels. Was verschafft mir die Ehre deines Besuches, mein Herr? Sind wir temperamentvoll? Ich wollte ehrlich gesagt nur nachsehen, ob du Probleme hast. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht mir gut. Es ist eigentlich ganz einfach. Selbst wenn ich sterbe, respawne ich einfach wieder. Kein Schmerz, kein Ärger, kein Problem. Kein Schmerz? Oh, ich habe vergessen, diesen Schalter zu betätigen. Lass mich das fixen. Was fixen? Was tust du da? Nicht viel. Ich habe nur die Empfindungssensoren aktiviert. Du kannst jetzt Schmerz, Stress und Ärger fühlen. Na toll. Glaubst du, das wird irgendetwas ändern? Ich werde es einfach nicht in die Fallen treten. Ganz einfach. Na dann ist ja nichts passiert. Viel Glück mit den Lasern. Laser? Ich liebe meinen Job.
Ich frage mich nur, warum der April heißt. Ob das ein April-Scherz sein sollte mit den Lesern? Ich bin mir nicht sicher. Nein, ich bin mir sicher, dass es keiner ist, weil ich kenne ja die Level. Ja, und ich springe natürlich als erstes fast da rein. Das war ja so klar. Ich hasse dieses Level. Nee, die da unten nehme ich jetzt aber nicht mehr mit. Nehme ich die Schraube noch mit? Ja, doch, die kann ich mitnehmen. Ui. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht, aber so geht's auch. So, Moment, den Knopf müssen wir erstmal. Ja, also hier hat man es jetzt richtig gut sehen können, dass dann nämlich was runtergefallen kommt. Achso, links sind auch Welt. Oh. Boah, ich hasse sowas. So, unten ist noch Dynamit. Da müssen wir dran. Wo geht der jetzt hin? Oh, ich hasse sowas. Komm, ey. Ah, ich dachte gerade, da kommt noch ein zweiter, aber... Achso, das bleibt oben. Das ist ein Geheimding. Nee, das ist kein Geheimding. Da kommen wir, glaube ich, auf die andere Seite, wenn mich nicht alles täuscht. Dann nehmen wir das aber erstmal mit und dann flups. Dann sind wir auf der anderen Seite. Genau, meine ich doch. So. Hier ist wieder Timing gefragt. Fähnchen finde ich gleichzeitig gut und gleichzeitig schlecht, weil dann immer irgendwas Fieses kommt. Und man sieht, ich hatte mal wieder recht. Es kommt etwas Fieses. Kann ich das Ding eigentlich nicht einfach verschieben? Das wäre einfacher. Hallo, kommt der nochmal rüber? Okay, verschieben kann man es nicht. Hätte ja klappen können. Hallo? Hallo? Wieso kommt der nicht rüber? Hallo? Du bist mein Transportmittel. Du warst doch gerade noch hier vorne. Boah. Achso, da kann man nicht runterfallen. Okay. Ich hasse euch, Leute. Habe ich euch das schon gesagt? Oi. Nee, die Schraube hole ich jetzt nicht. Oh, jetzt habe ich gerade was gesehen, was nicht gut war. Ah, ne, das muss ich von oben aus machen. Das ist nicht gut. So. Das geht runter. Ist da hinten noch irgendwas, wo ich drauf kann? Ja, ist, da ist was, wo ich drauf kann. Okay, perfekt. Ja! Ich hab's mal wieder voll versaut von der Zeit, aber ja! Oh Gott. Okay, wo sind wir? Schlüssel. Schlüssel. Schlüssel ist immer gut. Ja. Es geht weiter. Nummer 9. So, Hallöchen. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss weiter. Ich will das in kurzer Zeit schaffen, was ich sowieso nicht schaffe. Aber ich kann es hier mal probieren. Achso, ich kann eigentlich auch so darüber springen. Aber jetzt kommt der eh wieder. So. Heieiei. Was haben wir denn hier? Moment. Achso, da komme ich gar nicht rüber. Oh, kommt der hier runter? Nee. So. Komme ich da wieder hoch, wenn ich da einmal runterspringe? Ich bin mir nicht so sicher. Nee, da oben ist nur ein Rohr. Da komme ich nicht rum. Was ist mit dir? Nur wegen der Schraube gehe ich da jetzt aber nicht runter. Ich brauche die zwar... Aber das mache ich jetzt nicht. So. Dann müssen wir da jetzt gleich wieder hoch. Oh, das sind nicht meine Sachen. Und zack. Und zack. Und wo müssen wir jetzt hin? Ja. Einmal dahin. Und da muss ich dann leider einmal runter. So. Ach, das sind Laserstrahlen. Oh, den wollte ich gerade voll drauf springen.
Okay, da links müssen wir hin. Zack. Oh. Zack. Tschüss. So. Ach, da muss ich auch noch runter. Ah, das ist doch doof. So. Ui. Das schaffen wir aber noch. Solange der Linke nicht auf mich schießt, ist alles gut. So. Das schaffen wir auch. Da oben. Ah, doch, da oben rechts ist ein Portal. Ah, dann gehen wir da erstmal hin. Oh. Wäre ich doch mal lieber nicht dahin gegangen. Mist. Die Strahlen. Ah, jetzt habe ich das Ding nicht mitgenommen. Aber egal, ist nicht ganz so schlimm. Schlimmer ist eher das, was gerade so auf mich zukommt. Nein, du sollst nicht mit dem Kopf dran hängen bleiben. Du sollst da drauf springen. Tada. Ich wusste, da kommt irgendwas. Geh weg. Du auch. Ich warte noch auf das perfekte Timing. Tschüss. Du auch, tschüss. So. Und jetzt sprengen wir ja alles in die Luft. Müsste jetzt links eigentlich aufgehen. Oder auch nicht. Das ist fies. Man weiß nie, wo man rumkommt. So, ah. Okay, das einmal. Dann gehen wir dahin und dahin. Und meine ich doch, dass hier unten auch noch was gewesen ist. Das nehmen wir auch noch mit. Das war ein Doppelsprung, der nicht geplant war, aber okay. Mein Controller meint es zu gut mit mir. Ich muss dazu sagen, wenn der einfach mal von selber läuft oder sowas, dann liegt das auch schon mal an dem Controller. Nicht immer, aber es liegt auch schon mal am Controller. So. Weil der Stick, der linke, der ist irgendwie... Oh, Moment. Habe ich jetzt... Man kann es auch mit dem rechten Stick bewegen, sehe ich gerade. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. So, jetzt gehen wir in Level 10 erstmal rein. Hey, Crowbar, hast du diese seltsamen Geräusche gerade gehört? Ich glaube, ich habe auch ein paar fliegende Untertassen gesehen. Untertassen? Ich habe keinen Tee bestellt. Ich glaube, du wirst vielleicht enttäuscht sein. In diesem Teil des Weltraums gibt es keine außerirdischen Schiffe. Ich habe ein ungutes Gefühl. Es gibt Berichte über feindliche Aktivitäten in dieser Gegend. Du solltest vielleicht ein paar Upgrades kaufen. Hör auf meinen Bruder, Eyo. Es ist besser, eine gute Ausrüstung zu haben und sie nicht zu gebrauchen, als eine gute Ausrüstung zu haben, nicht zu haben und... Nein. Als eine gute Ausrüstung zu brauchen und sie nicht zu haben. Erschreckt den neuen Rekruten nicht. Uns wird nichts passieren. Meine gesamte Flotte bewacht uns. Oh mein Gott, oh mein Gott. Welche Richtung, welche Richtung? Normalerweise immer in Richtung von ihm, aber... Das ist jetzt grün. Ich denke mal, dass wir jetzt nach rechts müssen, oder? Wie lange redet denn noch hier? Hallo? Red nicht so lange. Du redest eh auf Englisch. Beeil dich, Eyo. Ja, kann ich ja nicht. Oh. Erstmal voll durchgelaufen. Beziehungsweise reingelaufen. Jetzt habe ich auch noch was im Auge. Jetzt kann ich nichts sehen. Das ist nicht gut. Uhuhu. Achso, da kann man nicht draufstehen. Nee, da konnte man nichts machen. Zack. Ihr wart fies, das weiß ich noch. Ihr möchtet gern Brains hier. Oh! Ah! Ich stehe mitten im Laser drin und bewege mich nach links, rechts, weil ich so panisch bin. Das bin wieder typisch ich. So. Diese Dinger sind übrigens sehr, sehr mies. Ob ich das schaffe? Ja, doch, das schaffe ich noch. Da oben war aber, glaube ich... Nee, da war nichts. Okay. Da war noch was. Wie ging das nochmal? Nein.
Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Scheiße. Man musste irgendwas ausschalten, ja. Achso, habe ich schon ausgeschaltet? Hä? Wieso ging das dann eben nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, man musste erst diesen Schutzschild aus... Wieso ist der schon grün? Man musste erst den Schutzschild ausschalten und dann... da ist ja noch so ein Ding. Ich bin nur ein bisschen irritiert dadurch, dass das jetzt grün ist. So. Nein. Wieso geht das nicht kaputt? Jetzt. Mann. Oh, ich verliere meine ganzen Leben. Das ist ja schlimm. Ja. Ich glaube, ich habe den eingebauten Gameplayerin-Modus gefunden. Weil normalerweise war es eigentlich so. Ja, das ging jetzt leider nicht anders. Normalerweise war es eigentlich so, dass man diese Dinger hier oben drücken musste. Weil die rot waren. Und man musste die drücken, bis die grünen waren. Aber irgendwie... Ist das... Oh, hallo? Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Irgendwie ist das jetzt gerade nicht so. Da musste man nämlich da, glaube ich, drücken, damit das hier oben aufgeht. Wenn ich mich richtig erinnere. Nee, das kann man nicht bewegen. Nein! Nein, ich bin nicht panisch in solchen Spielen. Überhaupt nicht. So. Oh, wo gehen die jetzt an? Okay, jetzt kam noch wieder irgendwas Fieses, ne? Ich meine, da kam jetzt wieder irgendwas, 2 Minuten lang kamen sie von allen Seiten in diesem Level. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das kommt bestimmt jetzt gleich. Jetzt ist nämlich gerade ein Fähnchen da gewesen. Alarmstufe. Guten Tag, ich bin der Empfang. Oh. Da sollte ich vielleicht warten, bis der Aufzug da ist. Aber, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, wir konnten mit dem Aufzug noch nach oben fahren. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das jetzt das Ende ist oder ein Zusatz ist. Ah, nee, doch, das ist der Zusatz. Okay. Sehr schön. Jetzt brauche ich nur noch eine Mitfahrgelegenheit. Danke. So, ich mag keine Strahlen. Ich weiß, dass ich angegriffen werde. Ich werde immer angegriffen. Ich wusste es. Kommt der hier runter? Natürlich kommt der hier runter. Dann lassen wir den noch erstmal runterkommen. Fupp. Ich will nämlich den Schlüssel haben. Den ich vorher zwar noch nicht gesehen habe, aber den wollte ich trotzdem haben. Hui, guten Tag. So, dann nehmen wir das noch mit und gehen nach oben. Zack. Oder wir springen einfach durch, kein Thema. Das Problem ist jetzt nur, wie komme ich jetzt dahin? Ach so, nee, da kann ich nicht drüber. Ah, aber so, so geht's. Okay. War mir jetzt nicht sicher. Oh, es kommt wieder irgendwas Fieses, das weiß ich. Ich habe da so einen Riecher für mittlerweile. So. Ja, das oben brauchen wir jetzt nicht unbedingt... Hallo? Bringst du? Das oben brauchen wir jetzt nicht unbedingt auszuschalten. Euch schalte ich mal mit aus. Uhuhu. Ja, sprengen wir alles in die Luft. Aua, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte gerade, da kommt ein Gegner runtergesprungen. Oh Gott. Hallo, du sollst springen. Springen! Eieieieieieieieiei, wie ich das hasse.
Weil da habe ich noch nichts rausgefunden, wo wir jetzt wirklich, wie man das wirklich super machen kann, ohne dass man getroffen wird. Links, rechts, ich weiß es gerade nicht. Ne, da nicht, okay. Muss aber da. Hallo? Hallo? Ich habe so das Gefühl, dass wir hier jetzt leicht verbuggt sind gerade. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken? Hilfe! Oh! Mann! Wo kam die denn jetzt auf einmal her? Boah! Irgendwann kriege ich eine Herzattacke bei dem Spiel, ehrlich. Das Ziel! Lass mich dahin! Ich will dahin! Boah. Ah! Ja. Ich habe am Ende dann doch noch so eine leichte Herzattacke bekommen. Und dann habe ich vor allen Dingen gedacht, ist das jetzt verbuggt oder wieso komme ich da nicht weiter? Und dann habe ich gedacht, okay, das müssten diese 30 Sekunden sein oder wie lange das auch immer dauert. Dann kam aber kein Gegner und dann kam doch Gegner, da habe ich mich dann voll erschrocken. Ja, also wir sind dann doch nochmal ein ganzes Stück weitergekommen. Ich würde sagen, die restlichen 4 Folgen waren das jetzt, ne? Wir sind jetzt aus Level 10 gekommen. Genau, wir sind aus Level 10 gekommen. Die restlichen 4 Folgen, würde ich sagen, machen wir dann im nächsten Video. Damit würde das Ganze dann nämlich abgeschlossen werden. Und dann habt ihr alles nochmal gesehen, was sich so verändert hat. Was nebenbei bemerkt auch schwieriger geworden ist. Aber irgendwie auch ein bisschen spaßiger, muss ich dazu sagen. Und nach dem nächsten Video, also sprich nach den letzten 4 Leveln hier, werden wir dann mit den neuen Leveln weitermachen. Sofern ich da überhaupt weiterkomme. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.